Hallo Leute, hier ist wieder euer Banana Brother Chili und willkommen zu einem weiteren Let's Draw Final Fantasy Record Keeper. Ja Leute, ehrlich gesagt, ganz ehrlich, ich sag's von vornherein einfach schon, ehrlich gesagt will ich diesen Draw eigentlich gar nicht machen. Ja, ihr denkt euch jetzt, warum machst du's dann? Ja Leute, es geht darum. Es ist momentan ein Final Fantasy Tactics Event am Laufen und dieses Final Fantasy Event wird so in der, ja, in verschiedenen Facebook-Gruppen, wo ich drin bin für Final Fantasy Record Keeper, das wird so gehypt und oh geil, oh super toll und bah, ja, alles super toll gehypt, aber ganz ehrlich Leute, ich verstehe nicht warum. Ich verstehe nicht warum, das ist der Grund, warum ich einfach nicht einsehe, warum ich ziehen soll. Aber der andere Grund, warum ich ziehen muss eigentlich mal, ist, ich habe nichts. Ich habe null, nada, niet, gar nichts. Ich habe keine einzige Rüstung, Waffe, irgendwas für Final Fantasy Tactics. Gar nichts, null. Ich habe noch nie auf einem Final Fantasy Tactics Banner gedrawt, deswegen, ja. Wo wird es langsam mal echt, ja, ist es langsam mal notwendig. Ja, in diesem Draw ist sogar ein, ja, ein Overstrike wieder dabei. Ja, der, aber ganz ehrlich, wo ich auch nicht verstehe, dass der so gehypt wird, weil, okay, Holy Damage Boost, gut, schön und gut, Small Chance to Instantly KO, auch, okay, gut. Damage Cap ist klar, aber, der ist auch nicht besser als sonst. Und, ja, auf jeden Fall haben wir hier, verschiedene Sachen, also ich ehrlich gesagt, ja, ach komm, wir gehen sie alle mal kurz durch. Also das auf jeden Fall OSB, halt ja, mehr als 99, kann bis zu 99.000 Schaden machen. Der ist super, der Burst Soul Break von Orlando, keine Ahnung. 10 physische Schaden, ja, heilige und dunkle Angriffe mit einer hohen Chance, instant zu killen. Das finde ich ehrlich gesagt, das ist noch das Einzige, wo ich gut finde. Das ist ganz cool. Und erhöht die, den Angriff und die Verteidigung vom Nutzer stark, also ja, mittelmäßig. Das ist ganz okay, das kann man gut brauchen. Okay, es braucht zwar eine lange Zeit, bis es dann zieht, also bis der Soul Rack dann durchgeht, aber ja, ich finde, das ist minimal immer. Und hier die zwei, muss ich auch sagen, 4 physische Holy-Angriffe, also heilige und nicht-elementale Angriffe und reduziert die gegnerischen Angriff und die Rüstung um einen kleinen, ja, Wert. Das andere sind 2 dunkel und non-elemental, nicht-elementare Angriffe und ja, heilt den Nutzer auf den gedealten Schaden. Also je mehr Schaden, desto mehr Heilung. Dann haben wir hier was für Agrias, auch der Burst. 4 Ranged Physical Attacks, also ja, 4 Angriffe auf der Entfernung. Warum juckt mein Rücken gerade so? Heilige Angriffe auf alle und reduziert die heilige Resistenz. Und ja, Hast und Burst halt. Und ja, da muss ich sagen, sind die Werte eigentlich ganz gut, weil der eine hier, der erste, der gefällt mir auch sehr gut. 2 physische heilige Angriffe auf ein Ziel und die Verteidigung vom Nutzer wird stark gesteigert. Und alle physischen und magischen Attacken werden auf diesen Charakter gezogen. Das finde ich richtig cool. Das kann man richtig gut nutzen. Genauso der zweite, der erhöht dann halt in der Hinsicht einfach die Magieabwehr. Also sehr nützlich auf alle Fälle. Dann haben wir hier ein Schild. 7 physische, heilig und nicht elementare Angriffe auf ein Ziel. Und ja, okay. Hüllt den Nutzer in Heilig-Ding rein. Okay. Das ist an für sich auch nicht schlecht, aber ganz ehrlich, Leute, ich habe in der Hinsicht Ethereal Pulse, also den Super Soul Rack für Ishtola, der reicht mir voll und ganz. Also, es ist okay, aber ich brauche es jetzt nicht unbedingt. Shell und Protect für alle und heilt automatisch den Schaden von bis zu 2000 HP
Über eine kurze Zeit, also ich denke mal, das ist so eine Art Schild dann. Dann haben wir hier den Healing Stuff. Ja. Eine große Heilung und jeder kann einen magischen Angriff ausweichen. Effektiv gegen die meisten Skills, also gegen die meisten magischen Angriffe. Eine Pistole, eine Pew Pew. 5 Ranged, also wieder Reichweite. Ja, logisch. Physische Angriffe auf alle. Und reduziert Angriff, Magic, also Angriff, Magie, Verteidigung, Magieresistenz und Mind um einen mittleren Wert. Das muss ich sagen, ist auch noch sehr, sehr cool, muss ich sagen. Das würde mir sehr gut gefallen. Und dann haben wir noch. Ach genau, eine Robe. Ja, Hast und Major und ja, großes Regena auf alle. Okay, ja. Ist okay, ist in Ordnung, aber jetzt nicht, sag ich mal, hier der super, ja, Bringer. Und hier dann noch ein Schild für Arias. 3 Reichweite, also 3 Angriffe aus der Entfernung. Physischen Schaden. Und reduziert den Angriff und die Magie um, ja, stark. Schon stark, also, ja. Also, ich muss sagen, es sind ein paar Sachen dabei, die ich interessant fände. Der USB, ganz ehrlich, der interessiert mich hier überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, er wird aber dabei sein. Bei meinem blöden Glück ist natürlich das, was ich nicht will, gleich wieder dabei. Naja, aber ich fühle mich halt gezwungen, mal zu ziehen, weil einfach ich nichts habe auf Final Fantasy Tactics. Ich weiß nicht, ob ich eventuell beim nächsten Banner dann auch nochmal mein Glück versuchen werde, aber hier werde ich es auf jeden Fall einmal versuchen. Ich bereue es, dass ich diese 50 Mithril einerseits eingesetzt habe, andererseits, naja, endlich mal ein bisschen was für Final Fantasy Tactics, Leute. Also, ja, let's fetz und zeige ich mal woher. Wow. Alter, geil. Aufpassen. Und das ist dann nicht mal vom Banner. Ich sehe es schon kommen. Ich sehe es irgendwie schon kommen. Na, zeige mal. Zeige mal. Was hast du für uns? Okay, ist es doch was? Okay, das ist sogar was, was ich eigentlich ganz cool fand. Das ist für diesen Mustadio, heißt der, glaube ich. Eine, ja, das mit den Resistenzen runterhauen. Das finde ich an sich echt cool, muss ich sagen. Ich finde es zwar ehrlich gesagt traurig, dass ich, ja, nur eine Sache rausbekommen habe, weil ich eigentlich meine Final Fantasy Tactics Synergien ein bisschen ankurbeln wollte. Aber na gut, Leute. Es ist halt so. Auf jeden Fall haben wir immerhin eine Sache, die auch, ja, nicht schlecht ist. Also ich hätte jetzt nicht gesagt, dass ich sie nicht will, aber ja, ja. Ich glaube, ich habe euch gesagt oder deutlich gemacht, ja, wie ich auf diesen Draw zu sprechen bin. Aber an der Stelle würde ich sagen, beende ich diesen Part dann auch wieder und ich sage ciao, ciao und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Draw Final Fantasy Record Keeper. Also macht's gut, Leute.